Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Halbschwergewichtsfight. 3 Jahre trennen diese beiden Kämpfer, was das Alter angeht. Und bei Reichweite und Größe können wir leichte Unterschiede konstatieren. Und hier ist erneut die Stimme des Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting at the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding the national record of 18 wins, 5 losses. He stands 6'5" tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander! Now introducing his opponent, fighting out of the right corner, a Muay Thai kickboxer, holding a professional record of 1 win, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 205 pounds. Gokhan the Rebel Saki! And with the attributes, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean ist das, der Schiedsrichter dieses Kampfes. Ready fight. So, es kann losgehen hier in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. Kick zum Körper von Gustafsson. Gustafsson mit dem Jab, aber viel zu ungenau. Die schlagen starker Kick zum Körper. Er ist angeschlagen. Oh ja, starkes Knie zum Körper. Wahnsinn, starke Rechte. Der Schlag geht daneben. Oh, der ging voll. Oh, er scheint benommen zu sein. Oh, oh, oh. Es ist vorbei. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genauso ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Hier sehen wir den Sieger dieses Kampfes. Mit einem tollen K.O. holt er sich also am Ende diesen Sieg. Und jetzt darf er sich freuen. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean called a stop to this contest at 55 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Gokhan the Rebel Saki. Hier ist er, der Sieger durch K.O.